Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es bei uns um Hernien, um Brüche. Die kennen Sie vielleicht als Leistenbrüche oder als Narbenbrüche. Da entstehen Lücken in der Bauchwand und wenn es ganz schlimm kommt, dann können sich darin Eingeweide einklemmen. Und wir sprechen heute über moderne Methoden der Therapie, die vielleicht erfolgsversprechender sind als die früheren Therapien. Bei mir ist Dr. Ralf Michael Wilke. Er ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Asklepios Klinik Weißenfels. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Wilke. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie noch mal genau, ein Bruch, wie genau entsteht er? Also es gibt ja verschiedene Formen von Brüchen. Manchmal sind die angeboren, dann kriegt man die so als Jugendlicher, dann operiert man die meistens. Aber die Brüche, von denen wir reden, das sind meistens die erworbenen. Das kann entweder an Stellen sein wie in der Leiste, wo es gewisse Schwachpunkte einfach gibt, die mit der Laufe der Zeit halt aufbrechen. Oder es sind Patienten, die voroperiert sind. Das heißt, wo man schon mal in die Bauchdecke reingeschnitten hat und im Bereich der Narbe dort ein Bruch entsteht, ein sogenannter Narbenbruch. Mhm. An welchen Körperstellen habe ich denn dann solche Brüche normalerweise? Also wenn wir von den Dingen reden, die mit der Zeit kommen, wie Leistenbrüche, Nabelbrüche, die hat man natürlich dort, wo halt der Nabel ist oder die Leiste ist. Die Narbenbrüche selber, die sind natürlich an den Stellen, wo halt mal operiert worden ist. Zum Beispiel, wenn Sie eine große Bauchoperation hatten und einen Schnitt im Bereich des Bauches haben, dann können dort Brüche entstehen. Sie können aber auch Brüche kriegen an Stellen, wo man zum Beispiel minimalinvasiv operiert hat. Das heißt, man hat kleine Löcher gemacht, wo man zum Beispiel Röhrchen reingesteckt hat, um minimalinvasiv zu operieren. Und die können natürlich auch mit der Zeit aufgehen und dort können natürlich auch Brüche entstehen. Die hat man dann an ganz unterschiedlichen Stellen des Körpers. Ja, wo man auch nicht so unbedingt rankommt wahrscheinlich dann. Genau, da gibt es natürlich Stellen, man möchte, wenn man operiert, ja gerne das kosmetisch ansprechend machen. Das ist ja der Vorteil der minimalinvasiven Chirurgie, dass man Dinge operieren kann, ohne dass man die jetzt sofort sieht. Und dann hat man natürlich Stellen, die später einen Bruch entwickeln, an Positionen, wo man mal operiert hat, die sind dann ganz versteckt am Körper. Zum Beispiel am Hosenbund können die sein, also im Bereich der Leiste, die können im Oberbauch sein, also an Stellen, die eigentlich nicht so zugänglich sind und die manchmal in der Versorgung auch etwas schwierig sind. Woran merke ich denn, dass ich einen Bruch habe? Das ist eigentlich ganz einfach. Sie merken das dann, wenn Sie Schmerzen im Bereich der Narbe haben und dort eine Vorwölbung sehen. Sie kennen ja Ihren Körper, der ist ja recht stabil und beim einen auch recht muskulös. Und wenn Sie plötzlich an einer Stelle eine Wölbung merken, also eine weiche Stelle, die vorher noch nicht da war, die vielleicht auch schmerzhaft ist, die auch kosmetisch auffällt. Meistens ist es so, dass die Ehefrau oder der Ehemann sagt, Mensch, du hast da eine Wölbung, eine Beule, die hast du vorher nicht gehabt. Das ist so der Punkt, wo man dann eine Hernie entwickelt, die man vielleicht vorher gar nicht so bemerkt hat, die aber mit der Zeit größer wird, bis sie irgendwann sichtbar ist. Genau, und die man am besten beobachtet nach Belastung, oder? Also meistens ist es so, dass zum Beispiel so eine Wölbung dann entsteht, wenn man schwere körperliche Arbeit geleistet hat. Ein Beispiel, viele Patienten kommen mit einem Bruch, wenn sie zum Beispiel einen großen Umzug hinter sich haben. Das heißt, längere Zeit schwer getragen haben, den Keller ausgeräumt haben, den Garten gemacht haben, dann kann mal so ein Bruch entstehen, der dann auch recht augenscheinlich ist und wie bei so vielen Dingen, das, was man sieht und was man selber als nicht für natürlich empfindet, das macht auch meistens Probleme. Es ist bei Brüchen so, dass per se ja immer die Gefahr im Raum steht, das kann einklemmen, da kann der Darm sich verdrehen und alles. Das muss man natürlich so ein bisschen mit Augenmaß bemessen. Bei großen Brüchen ist die Einklemmungsgefahr nicht so groß, aber das Problem der Schmerzen und der Kosmetik tritt im Vordergrund. Kleine Brüche können schon mal eher einklemmen. In der Regel ist es so, man sollte es dann operieren lassen, wenn es einen entweder stört oder wenn es Beschwerden macht oder in ganz schlimmen Fällen, wenn schon mal eine Einklemmungssymptomatik bestand. Das heißt, wenn Sie eine Beule hatten, die nicht wieder zurückzudrücken ist und die Schmerzen macht. Jetzt reden wir ja über moderne, über aktuelle, über neuere Methoden. Wie macht man denn das eigentlich? Also wie macht man so ein Loch wieder zu und verhindert, dass es danach wieder aufgeht? In der Regel ist es so, dass viele Hernien seinerzeit alle mit dem Netz versorgt worden sind. Das ist ja eine Diskussion, die geht ja schon länger.
mittlerweile hat sich das etabliert, dass man Hernien mit Netzen operiert. Da gibt es eine ganze Vielzahl an Netzen, es gibt einen ganz großen Markt und das hat sich eigentlich soweit bewährt. Was neu ist, ist die Position des Netzes. Da würde ich vielleicht kurz drauf eingehen. Früher wollte man diese Hernien so schnell und so komplikationslos wie möglich versorgen mit den damals zur Verfügung stehenden Techniken. Das heißt, man hat ein Loch gehabt, man hat ein Netz genommen und hat das Loch praktisch mit dem Netz von innen abgedeckt. Und das hat natürlich den großen Charme und Vorteil gehabt, dass der Patient relativ wenig Probleme postoperativ hatte, weil das Trauma war halt gering. Der Nachteil ist, in dem Moment, wo ich eine Lücke nur abdecke und nicht repariere, kann die halt wachsen. Und das ist das Problem, was wir in letzter Zeit häufig sehen, dass Patienten, die vor Jahren mal diese Art von Operation gekriegt haben, jetzt mit einem enorm großen Bruch wiederkommen, der auch noch voroperiert ist. Das heißt, schwieriger zu operieren ist, als hätte man es von Anfang an anders gemacht. Ja, da hat man damals gedacht, dass die Bauchwand vielleicht verwächst mit dem Netz und dann daran festhält. Aber das tut sie offenbar ja nicht dann. Das war der Ansatz, wo man gesagt hat, ist alles eine Frage der Größe des Netzes. Das tun wir dann rüber, das verwächst schon und dann wird das Ganze alles schick. Aber was in der Zwischenzeit passiert ist, man wird hier älter, der eine wird etwas kräftiger, der andere nimmt eher ab, der andere macht Sport, der andere lässt den Sport sein. Jeder hat ja eine andere Lebensphilosophie im Laufe seiner Zeit. Und dementsprechend ändert sich der Körper auch. Was sich nicht ändert, ist das damals eingebrachte Netz. Jetzt nur mal für eine Größenordnung. Wie groß ist unser Loch? So, ist das schon 1 Euro groß? Welches Loch? Na, das Loch, das wir uns gerade vorstellen, dass da, wir jetzt das. Da können wir von Löchern reden, die 1 Zentimeter groß sind. Aber die Löcher, die Probleme machen, das sind die, die ab 10 Zentimeter eine gewisse Größe haben. Ab 10 Zentimeter. Und wie groß ist dann das Netz? Das hängt davon ab, welche Technik Sie möchten. Okay, also die beste Technik. Also wenn Sie das, also Ansatz heute ist, dass man diese Brüche rekonstruiert. Und zwar das heißt? Nicht, indem man nochmal den ganzen Bauch aufmacht und alles sortiert, sondern dass man das auch endoskopisch oder minimalinvasiv oder im besten Fall sogar roboterassistiert, die Schichten wieder ordnet. Also dass man diese Lücken nicht einfach nur zunäht und Netz drüber und gut ist, sondern dass man halt diese Schichten, das sind ja verschiedene Bauchschichten, auf die man trifft, dass man die alle wieder in Ordnung bringt. Ich würde das mal an dem Beispiel eines großen Bruches erklären wollen. Wenn Sie einen großen Bruch, sagen wir mal so, hier im Bauch, Mitte des Bauches haben, dann passiert ja Folgendes, dass diese Lücke wächst und gleichzeitig die Muskulatur, die Sie vorne haben, die geht ja zur Seite. Das heißt, Sie haben vorne diese Lücke, die immer weiter wächst, weil die Muskulatur, die es eigentlich aufhalten sollte, zur Seite geht. Dementsprechend haben Sie vorne eine große Lücke und das Ziel muss halt wieder sein, dass diese Muskelbäuche wieder nach vorne kommen und diese Lücke zusätzlich wieder rekonstruiert sind und das Gleiche dann halt auch mit dem Netz wieder verstärkt sind. Dementsprechend die Netzgröße, die ist nach wie vor groß, aber die Netzposition und das, was man macht, bevor man das Netz reintut, das ist jetzt der entscheidende Punkt, der ein bisschen neu ist im Vergleich zu den alten Techniken. Das heißt also, mittlerweile vernäht man die einzelnen Gewebeschichten wieder und schließt das Loch. Das Netz ist dann mit nicht mehr der Hauptlasttragende, sondern nur ein Unterstützer. Und wo sitzt das Netz? Das sind ja alles Patienten, die einen Narbenbruch kriegen, die ja per se eher ein schlechtes Bindegewebe haben. Das heißt, der Ansatz ist, dass man das Ganze minimalinvasiv operiert, also ohne große Schnitte, ohne das Risiko einzugehen, dass man am Ende vielleicht eine Wundheilungsstörung hat, dass man hässliche Narben hat, sondern das Ziel ist, dass man möglichst minimalinvasiv, ohne dass man was sieht, die inneren Schichten wieder repariert. Und zwischen diese Schichten kommt dann dieses Netz zur Stabilisierung, aber das Eigentliche ist diese Rekonstruktion und nicht das Netz, wie es früher war. Ja, aber man hörte doch früher auch von Infektionen, die dadurch entstehen, dass das Netz im Bauchraum drin sitzt zum Beispiel. Modernere Methoden ist dies eigentlich nicht mehr der Fall, weil man ja außerhalb der Bauchhöhle operiert. Man operiert ja nicht im Bauch, sondern diese Hernien werden alle außerhalb der Bauchhöhle versorgt. Ein Riesenvorteil für Patienten, die schon mehrere Operationen hatten, wo man immer die Sorge hat, man geht in einen Verwachsungsbauch rein. Das ist da nicht der Fall. Man geht außerhalb der Bauchhöhle dort rein und repariert das. Deswegen ist das ja eigentlich ein recht angesagtes und recht gutes Verfahren, was für viele Patientengruppen in Frage kommt. Und nun setzen Sie ja noch eins drauf. Sie machen es mit dem Roboter. Ja, das
Auch ein großer Vorteil, den wir haben, wir kennen den Roboter ja schon bei onkologischen Operationen, wo wir zum Beispiel Speiseröhrenkrebs oder Dickdarmkrebs operieren. Und der Vorteil bei den Narbenhernien ist, dass wir einerseits die Erfahrung mit dem Robotersystem haben und andererseits natürlich auch einen ganz anderen Wirkungsgrad. Sie müssen sich einen Roboter vorstellen, Sie sitzen an einer Konsole, haben das Ganze 10-fach vergrößert und die Bewegung, die Sie ausführen, wird durch ein Robotersystem ausgeführt, was nicht zittert, was hochpräzise arbeitet, wo Sie in alle Ecken kommen. Also Sie haben einen Wirkungsgrad, dass Sie in jede Ecke des Körpers mit diesem Roboter vordringen können und dementsprechend auch Manöver machen, die Sie vorher endoskopisch nicht geschafft haben, einfach weil Sie da nicht hingekommen sind. Weil der am Ende Kugelgelenke hat, an denen die Instrumente ansetzen, glaube ich, oder? Genau. Endoskopisch sind das starre Instrumente. Das heißt, Sie müssen die Zugangswege so wählen, dass Sie gerade dahin kommen. Der Roboter selber hat ja solche Gelenke, dass der 360 Grad seine Bewegung ausführen kann. Und dementsprechend kann man wirklich die Trokare, also die Zugangswege, so setzen, dass der Roboter wirklich an jede Ecke hinkommt und dass man mit der Kamera von dieser Konsole aus gesteuert auch dort in diese Ecke hinkommt. Also Sie können jede Ecke des Körpers beleuchten mit diesem Roboter und haben perfekte und ideale Bedingungen. Ja, Sie stehen vor einem Bildschirm, aber nicht neben dem Patienten, oder? Sie sitzen an dieser Konsole. Das ist kein Bildschirm in dem Sinne. Sie tauchen ein in so eine 3D-Welt. Aber der Patient ist nicht alleine. Am Operationstisch steht nach wie vor die Operationsschwester, als auch ein Assistent, der für Sie praktisch zum Beispiel die Instrumente austauscht, das Gerät kontrolliert, den Patienten kontrolliert. Und nach wie vor haben Sie natürlich auch noch einen Anästhesisten, der auch noch auf den Patienten aufpasst. Also es ist nicht so, dass man allein den Patienten der Technik überlässt, sondern Sie haben auch noch ganz viel Manpower am Patienten, die alles kontrollieren. Und ist der, Da Vinci, wer entscheidet, was als nächstes passiert? Macht das der Roboter, weil er ein Computer ist? Oder ist der Roboter Ihr verlängerter Arm? Das wäre es noch, wenn der Roboter das vorgibt. Es gibt tatsächlich schon Systeme, die da so Worst-Case-Szenarien, Pitfalls, wie wir sagen, da schon einspielen. Aber zurzeit ist es noch so, dass man selber Herr des Ganzen ist und der Roboter letztendlich noch das ausführt, was man ihm vorgibt. Wie lange brauchen Sie für so einen ordentlichen Narbenbruch? Es gibt Operationen, die gehen sehr leicht von der Hand. Es gibt Operationen, wo es sehr schwierig sein kann, weil die Anatomie schwierig ist, weil der Patient zigfach voroperiert ist, vielleicht besonders krank ist. Das muss man individuell immer betrachten. Aber die OP-Zeit alleine sagt eigentlich nichts über die Qualität aus. Mhm. Was man nur festhalten kann, ist, mit dem Roboter dauert es nicht viel länger. Das ist ja so das Argument, was immer viele anführen, aber es dauert ja so lang. Das ist alles eine Frage, wie häufig man das macht. Also der Roboter bei uns in der Klinik, die Operation, dauern auf keinen Fall länger als die konventionellen Operationen. Ich behaupte mal, es geht sogar schneller, weil das Team mittlerweile eingespielter ist auf die Technik. Und wie schnell bin ich dann wieder auf dem Darm? Das ist ja der Riesenvorteil, den wir durch diese ganzen endoskopischen Techniken haben. Die Kosmetik ist das eine, die Rekonstruktion das andere, aber dadurch, dass man sehr schonend operieren kann, ich hatte ja eingangs gesagt, Sie haben eine 10-fache Übersicht. Das heißt, Sie sehen da Strukturen 10-fach vergrößert, die sehen Sie mit dem normalen Auge nicht. Dementsprechend schon kann man arbeiten, Beispiel Nerven. Wenn Sie in den Bauchraum reingucken und Sie sehen die Nerven 10-fach vergrößert, dann ist die Gefahr, dass Sie einen dieser Nerven bei der Operation vielleicht verletzen, weil Sie ihn schlicht nicht gesehen haben, gar nicht mehr gegeben. Dementsprechend schon ist das Ganze und das merkt man auch im postoperativen Verlauf. Patienten sind schneller fit, können schneller entlassen werden. Und es ist halt so, jeder Patient, der frühzeitig wieder zu Hause ist, wieder in seinem Umfeld ist, in seinem Bett ist, der genießt halt schneller als jemand, der längere Zeit im Krankenhaus ist und vielleicht auch Schmerzmittel braucht. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.